Na? Alter, was ist das für ein Tanz hier? Nicht mehr normal. Was hat er getan? Oh mein Gott! Er hat nicht das getan, was ich denke, dass er getan hat. Ja, er hat das gemacht, was. Ah. Schiff. Du kannst dich bestimmt irgendwie retten, komm. Lass mal hier von mir ablenken. Boah, scheiße. Hör doch auf, dich zu drehen, Mann. Was ist denn los? Wir haben doch noch einen Antrieb. Das für irgendwas wird es ja wohl reichen. Schiff so hart, muss echt nicht außer Kontrolle geraten. Oh Mann, ich will jetzt nicht meinen Respawn ver... Die Waffen funktionieren noch, ich hab noch... Oh, jetzt hör auf, dich zu drehen. Oh. Ich sehe meinen Fehler. Ich habe meinen Fehler gesehen. Alles gut. Irgendwie kriegen wir das vielleicht noch hin. Ich habe die ganze Zeit die Couple Board angehabt. Aber es geht trotzdem nichts. Es geht trotzdem nichts. Vergesst das. Da ist die Boundaries. Ah, verdammt. Ja gut, ne? Bevor wir gar nicht mehr eine Hilfe für unser Team sind. Mann, das ist ärgerlich. Der hat mir einfach meine Thrusters durchgecuttet und das Schiff ist komplett außer Gefecht geraten dadurch. Dass ich das jetzt aber auch gar nicht mehr gefangen hat. Das fand ich jetzt krass. Das hätte jetzt nicht so sein müssen. Wollt ihr wenigstens noch die Dinger verschießen? Die Raketen. Aber daraus wurde wohl nichts. Erstmal da rantasten wieder. Verbraucht schon wieder viel zu viel in der Sledger. Bam. Dem habe ich einen mitgegeben. Alter, warum hält der jetzt wieder 2000 Schüsse aus? Was ist mit dem los? Keine Collision, danke. Perfekt. Huiuiuiuiui. Okay, die Wave sollte aber auch geschafft sein. Damit sollten uns zumindest 4000 Rigs auch relativ sicher sein. Wow, 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 wow. Ruhig, ruhig, Brauner, ruhig. Immer wenn man den Lock-On verliert, dann wird auch das Schiff plötzlich wendiger, weil dann... eben diese Feinjustierung nicht mehr läuft. Ziemlich cool eigentlich. Also ziemlich gut gemacht, aber es bringt einen immer ein bisschen aus dem Konzept. So. Da drüben. Okay, da muss ich jetzt erstmal nämlich vorsichtig durcharbeiten. Ah, da haben die mich schon aufgeschaltet. Spinnen die so ein bisschen? Sehe übrigens nicht, welche, ob ich Flare... Ich habe kein Radar. Ich habe keine... Oh, Mann! Ich habe diesen komischen Bug, den Mr. Flag auch als hat. Dass man plötzlich sein Radar und alles verliert. Ja, super. Ja, gut.
Passiert halt in einer Pre-Alpha, was? Hallo? Ah, ich hab immer noch... Hä? Ich hab den Decouple-Mode nicht rausbekommen. Ich hab ihn schon gewundert, warum ich weitergeflogen bin. Ich habe nämlich auf die Caps-Taste gedrückt. Mein Caps ist auch jetzt wieder an, weil ich jetzt ein zweites Mal drauf gedrückt habe. Das heißt, mein Decouple-Mode war aus. Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber... Mein Decouple-Mode war aus! Und ich hätte gar nicht... hätte nach vorne fliegen müssen, nicht nach hinten. Was war denn da los? Schade drum, aber ich werde euch da noch zeigen, wie es ausging. Ihr müsst jetzt ja nicht die ganze Zeit hier zusehen, wie irgend so ein Typ komisch fliegt in einem komischen Kamerawinkel, den ich gerade nicht... Ah, jetzt. Oh, ich könnte noch ein bisschen ändern. Können wir noch ein bisschen reden. Das Spiel ist echt schön, aber ich glaube, das geht noch wahnsinnig lang, oder? Gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich sag schon mal Tschüss. Ich zeige euch dann... Ah, nein! Oh, vergesst das. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wenn die neue Wave anfängt, habe ich einen Respawn geschenkt bekommen. Nice. Ich bleib dir treu, mein Freund. Ich bleib dir treu. Ich versuche jetzt auch nicht mehr gegen irgendwelche Sachen zu fliegen. Wave 13. Nice. So. Ich glaube, aber jetzt ist auch Raketen benutzen voll legitim. So, andererseits, ja gut, die nächsten Waves kommen, ne? Ja, da unten. Mir ist er durchgetaucht. Na? Perfekt. Alter, wie schnell der Typ schon wieder Leute zerstört hat, hey. Richtig harter Kerl. Der ist wirklich nicht schlecht in dem Spiel. Ich meine, eine Hornet allein macht sie auch nicht, ne? Man muss ja auch trotzdem... Oh, diese Lags. Ist jetzt wieder jemand reingejoint oder so? Keine Ahnung. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal nicht, dass man in laufende Spiele reinjoinen kann, weil man einfach... Da würde man ja das Ganze crashen. Da kommt man in die 15. Wave. Und das macht auch keinen Sinn eigentlich. Weil dann hätte man ja zwei Respawns. Das heißt, theoretisch würde der Typ dann voll den unfairen Vorteil reinbringen. Ich meine, nicht, dass das schlimm wäre, es ist ja nur gegen PvE, aber macht keinen Sinn. Ich sehe schon wieder nicht, welche. Nein, Chef, ich nicht. Gut. Okay, bei 14. Nice. Ja, ganz ruhig. Ach komm. Ah, nicht wieder drehen. Raus hier. Erstmal raus hier. Shit, da habe ich echt viel eingesteckt. Ah, da habe ich auch schon wieder was verloren. Okay, dafür war die Rakete es dann doch nicht wert. Oh, nice. Scheiße. Alter, der hat schon 50.000 Punkte, der Kerl. Wir sind bei Wave 15. Nice. Und das war cool, wie er nah an mir vorbeigeflogen ist gerade. Ja komm, ich habe euch doch schon gesehen. Jetzt braucht ihr euch doch nicht verstecken. So, ab jetzt ist ja wohl Raketenfreigabe. Weil Wave 15 ist meiner Meinung nach, meines Wissens nach, die letzte Wave. Es sei denn, die haben was geändert in der Zwischenzeit, aber das glaube ich jetzt mal nicht.
Ich hätte gern übrigens mehr Power auf den Schilden, weniger auf den Antrieben. Das macht ja gar keinen Sinn sonst. Nee. Was, Chef? Okay. Ich seh's ein. Alter, mein Kumpel fliegt ja auch gerade gut weg. Alter, ich konnte nicht. Oh nein, jetzt habe ich da zwei Raketen drauf gelockt. Was, warum? Warum Spiel? Ich wollte doch nur schießen. Dann ist der gerade Lock-on weggegangen. Das ist super. Ja gut, da bin ich weg. Halt, krieg ich wieder noch einen. Krieg ich wieder noch einen. Komm, triff doch mal irgendwas. Jawoll! Haha, du Bitch. So, gucken wir mal. Hier ein bisschen zugucken noch. Ich hätte gern die, wo ich hier gucken kann. Danke. Alter, was der. Hat der. Guck mal, der hat 4 gegimpelte Waffen, kann das sein? Gimbeln die? Ja, die gimbeln. Was? Er hat's geschafft! Was passiert jetzt? Ja, krass. Es gibt eine Wave 16? Ja, okay. Also, ich halte das nicht mehr so oft aus, aber gut, wenn er jetzt noch einmal stirbt, dann ist eh vorbei. Krass. Da hat er noch einen geholt. Macht er einfach so. Der Kerl hat es echt irgendwie so ein bisschen drauf. Gut, wie gesagt, 4 gimbelte Waffen machen natürlich auch ein bisschen was hin. Aber man muss das Ding ja trotzdem hier da durchfliegen können, ohne dabei zu sterben. Das schaffe ich ja nicht mal. Ich schaffe ja nicht mal. Er schafft es ja noch Leute dabei zu killen, aber ich schaffe es ja nicht mal zu überleben. Perfekt. Was? Alter, was macht der Kerl? Jo, läuft. Ich will echt wissen, was ich für Rix, wie viel Rix ich jetzt hier danach bekomme. Das muss ja ein Arsch voll sein. Das ist ja. Ach, guck mal. Kommen Sie. Doch, okay, jetzt verstehe ich. Das sind wieder die ganz leichten. Jetzt fängt das einfach wieder so von vorne an, praktisch. Nur, dass es halt wieder eine neue Wave ist. Also, jetzt sind wieder die leichten da. Wow, okay, interessant. Ja, gut, dann bis zum Integer Overflow, würde ich sagen, ne? Ja, hör doch mal auf. Nein, nicht Chef! Wow, 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 vergesst, das sind nicht die leichten. Was zum. Was haben die denn? Haben die irgendwie was gegen mich? Vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, die Alpha wären leichter, aber die sind ja nichts. Die sind ja brutalst. Ja gut, mal gucken, ob der das jetzt noch überlebt. Da hat er schon was abbekommen. Da bekommt er richtig viel ab. Warum schießen die eigentlich keine Raketen auf ihn? Oh. Das klang nach Raketen, aber keine Ahnung, wo die hin sind. Na komm. Unten. Oh, das sieht böse aus. Das sieht böse aus. Das endet, glaube ich, nicht gut. Bam. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass der da noch viel zu melden hat. Ja. Ich würde gerne GG schreiben, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Chat gibt. Und wenn nicht, wäre es sogar ganz gut, wenn das so bleibt. Glaube ich. Sonst gibt es nur wieder Geflame. Ja gut. Ach nee, guck mal, er hat ja noch einen Respawn. Aha. Der Typ geht einfach noch weiter ab. Okay, dann gucken wir den noch weiter zu hier. Wie er abgeht. Ich finde es immer so komisch. Irgendwie sieht die, Hornet so aus, als wäre sie die ganze Zeit im Landed-Mode, weil da diese Dinger, diese Beine nach unten stehen bei ihr. Das finde ich ein bisschen komisch aus, dass die immer so ausgestreckt sind. Ja, nice, ne? Der geht schon ein bisschen ab, ne? Ein bisschen heftig.
Alter, da ist... Ich sehe den noch nicht mal. Ich sollte mir auch gimbelte Waffen schaffen. Ja, krass. Wave 18. Da darf ich jetzt nicht mitspielen. Okay. Dann gucken wir mal noch ein bisschen zu. Vielleicht sagt das Spiel, jetzt ist auch mal gut hier. Bin hier jetzt noch oft genug geschoben. Alter, was kommt denn da jetzt für Scheiße an? Das sind ja gar keine richtigen Vandal-Namen mehr. Also keine Vandal-Scavenger oder sowas. Das sind ja jetzt hier richtige Namen. Sind das jetzt alles Bosse oder was? Alter Schwede. Wenn ich die Runde nicht aufgenommen habe, dann beiße ich mir so hart in den Arsch. Wow. Da hat er was abbekommen. Da bekommt er richtig viel sogar ab. Aber er schlägt sich gut. Was ist denn mit diesem Wett? Wow. Ist sein Flügel ab? Nein, noch nicht. Noch. Er schlägt sich wacker, aber das war das Todesurteil. Jetzt hat er die Kontrolle verloren, jetzt ist er kaputt. Das kann man vergessen. Ja gut. Wir wurden zerstört, aber wir haben nur... Oh, wir haben nur 3700 bekommen. Schade. Das letzte Mal habe ich mehr bekommen. Haben die was gedreht an den Verteilungen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht liegt es auch an der hohen Anzahl der Devs. Vielleicht ziehen die was ab. Er hat auf jeden Fall 7000 bekommen. Also wenn ihr so weit schafft. Ich finde es ganz gut. Aber 3000, gut, dann lohnt sich ja doch fast das, die anderen Kampfmodis mehr. Komisch, ich hatte... Das letzte Mal hatte ich auf jeden Fall 4000 oder so bekommen. Das weiß ich. Da habe ich es nicht so weit geschafft. Hm, wie dem auch sei. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Light. Over and out.